Da hättest du eben noch nicht mal die große Kurve bauen können, oder da eher dann eine kleine, weil er dann bei der großen halt schon sehr langsam war. Also jetzt. Also eben hinter der großen Kurve, dass dann über die Schiene da eben geht. Wo, was? Nochmal. Über diesen, gleich nach der großen Kurve da, die da runter geht. Hier, die? Ja, die, ja, gleich dann, Gleich. vielleicht dann gleich wieder die kleine nehmen. Weil er hat dann vielleicht noch ein bisschen Fahrt. Und eine große Kurve würde er nicht schaffen, weil er ja oben bei Ah, der stimmt. Kurve schon auf 20 ist. Ja, dann nehme ich jetzt hier die kleine. Ja. Genau. Dann haben wir auf alle Dann ist Fälle er. genug. Lass uns gleich hintereinander drehen, oder? Ja. So, sind wir es in der Mitte? Nein. Aber kommen wir hin. Kommen wir hin. Nein, ich wollte die kleine. Ja, die große geht auch, dann bist du ein bisschen näher am Boden. Aber so ist mehr in der Mitte. Oder obwohl, In Ordnung. kriegen wir das hin noch? Das weiß ich nicht, ob das noch hinhaut. Muss man probieren. Probieren wir. Ist das jetzt die Mitte schon, oder? Ja. So ungefähr. Bessere Mitte gibt es eigentlich Ja, nicht. eben, egal. Und wenn nicht ganz, ist ja auch egal. So, dann machen wir hier erstmal so. Und dann kann man hier wieder eine kleine. Wie hoch waren wir denn schon? Schon. Ja, ich glaube, der ist ein bisschen zu Ja, wir hoch. waren auf 35. Ja, das sieht man Ja. schon, der Zug rollt schon fast wieder zurück. Ja. 29 ist auch schon ein bisschen hart. Ich würde dann eher so ein Spitz, so, oben so ein Spitzen Top-Hat machen. So. Ach, das ist noch der von vorher. Der rollt jetzt da rum und freut sich seines Lebens. Ja. Man könnte auch einfach mal sagen, man macht so. Das ist auch eine gute Idee. Einfach mal dann. Bisschen mehr Airtime. Genau, da kann man hier auch so den Weg runtergehen lassen. Vielleicht. Also so einen Weg drunter gehen lassen. Der geht zwar auch hier drunter, aber einfach. Der wird Weil es wieder besser neutral aussieht. getrimmt, ne? Ja, ich würde schon sagen. Weil sonst wird es ein bisschen extrem mit dem Themen. Bei so einem fetten Ding. So. Aber für ein DS kam letzten. Für ein 3DS kam erst ein Ding raus. Oh, das finde ich so scheiße. Ja, das. Das ist einfach nur das Schlimmste. Also gespielt. Nee, ich habe ein paar Videos gesehen. Das ist einfach nur eine Beleidigung. Ja, warum bringen sie es mit 3DS raus, Mann? Die müssen Das doch wissen, dass das was für Leute ist, die am PC spielen und was Schönes bauen wollen. der 3DS ist außerdem, naja, ich will jetzt nichts gegen den 3DS sagen, aber nee, ich weiß nicht. Ich finde ihn schon ganz Es cool, gibt. aber Ich habe selber einen. echt? Ja, ich habe einen gekauft. Und wie ist er so? Naja, also 3D kann ich sowieso nicht sehen, wegen hast du eine Augenkrankheit halt. Aha. Aber meine Freunde haben es halt auch ausprobiert Und? sagen, das war nur schlimm. 3D ist da kein bisschen und nach ein paar Minuten hast du sowieso Augenschmerzen. Ich würde es nicht wirklich weiterempfehlen. Schade, aber eigentlich Sagen wir ist es die mal Idee so. endcool. Eigentlich sehr cool, aber nee, ist Zugfahrer nicht ist es richtig. wohl. Ich möchte mal schauen, ob der es schafft. So. Ist nicht richtig umgesetzt, einfach die Idee. Braucht noch wahrscheinlich ein paar Jahre, schätze ich mal. Das schafft er gerade noch. Schleicht er über den Hügel? Glaube, das ist ein bisschen zu extrem. Weil wenn wir die Züge länger machen, dann schafft das nicht mehr. Ist ja auch doof, wenn man so einen Berg ohne überhaupt irgendwas zu spüren Ja, überfährt, eben. wenn man darüber schleicht, weil man nimmt den hat den Berg ja, um ein bisschen Airtime zu kriegen. Sonst kann man ihn ja gleich weglassen. Das nervt mich auch bei Leuten, zum Beispiel die bauen einen Lift Hill, dann bauen die steil runter, dann bauen die Linkskurve, wahrscheinlich noch ungeneigt, dann eine Rechtskurve, dann kommt doch ein Lift Hill. Ja, ich sehe es auch Ey. immer, wenn die Kurven, wenn einfach mit 50 km/h so eine Kurve gebaut wird. Die muss man ja auch immer so bauen. Oder einfach ein Berg, wenn er den Berg nur schafft, indem er da oben irgendwie noch eine Kette hinmacht oder Ah, so. das ist ja schlimm dann.
Es gibt wenige Achterbahnen mit mehreren Kettenliften und wenn, dann sind sie besser angebracht und auch an Ja, zum Stellen, wo Beispiel der Zug sie vielleicht nochmal braucht. so Sachen wie die Wasserbahn, was dann irgendwie so getämt sind, dass du dann durch irgendeine Höhle fährst mit Atlantis-Theming, dann fährst du hoch, fährst einmal runter und dann kommst du in die nächste Höhle und fährst dann halt nochmal rauf, sowas. Oder? So. Ich würde sagen, dann fährt er langsam ins Ziel. Hier kann er nochmal gebremst werden. Hier brauchen wir keine Blockbremsen mehr, gell? Da würde ich dann jetzt schon eine Bremse, vielleicht die Bremse hin tun. Da wäre vielleicht doch eigentlich auch schon, weil dann da steht ja der zweite Zug. Wie viel wollen wir denn Züge haben? Auf der Bahn. Das ist ja nur Wie viele Züge passen denn hier zwei hin? Züge. Zwei. Also ich rate dir zwei Züge zu machen. Der erste steht in der Station beim Start, der zweite steht an der Bremse. Und das ist halt so, dass wenn du ein Blockbremsensystem hast, Ja. das mit zwei Zügen hast, dann solltest du mindestens insgesamt vier Blockabschnitte haben. Die hast du jetzt durch die Station, den Lift, hinten die Bremse in der Kurve Und und da die Bremse. jetzt hier auch noch eine Blockbremse. Ja. Okay, habe ich drin. Hier kann man jetzt so ein Ding bauen. Ne, kann man nicht, weil es dann zu niedrig ist, oder? Ja. Versuch doch mal lieber die Strecke, die Bremse genau vor die Station zu tun und einfach da vielleicht mit ein paar Kurven hinzubauen, dass auch auf der gleichen Höhe ist. Also hier die Blockbremse. Ja, dann bau da die Blockbremse hin und dahinter gleich die Bremse und dann musst du halt irgendwie gucken, dass du die Strecke da schön hinkriegst, weil das sieht dann ein bisschen besser aus als, Okay. Das also kriegen wir finde hin. ich Sollen wir mal zumindest. schauen, was der uns vorschlägt? Hey, ist doch gar nicht so schlecht. Riesenscheiße. Oder? Naja, ich finde die Bremsstrecke nicht ganz so. Dann Was für. wirst du halt auf Meter von 70 auf 5 gebremst oder so. Ist sie so Das schnell ist dann da nicht lang. noch, die Bahn? Ich schätze mal, ja, mindestens 60 Das ist echt schnell. Warte, jetzt fahren wir noch mal. Fahren wir noch mal durch. schätze ich ja. Einfach mal. Also sieht doch ganz cool aus eigentlich. Ja. Ist So. eher so ein kompakter halt. Ja. Da kommt er überall noch so schön drüber. Ui. Da wurde er gebremst. Ach, wir schauen uns das jetzt einfach mal an, indem wir gleich mitfahren. Ja, mal gucken. Wie es aussieht, hey, da wollte ich nicht hin, egal. Teste mal. Ich will jetzt auch nicht zu viel da irgendwie reinreden. Test dann gleich, am besten gleich mal mit allen Wagen. Achso, ja. Dann weißt du auch gleich, wie es mit vollem Zug, mit großem Zug ist. Ich kann gar keine zwei machen. So. Ja, nein, du musst jetzt ja auch gleich erstmal die maximale Wagenanzahl am besten. Wo macht man das denn? Da Blockaufteilung, links, oder? ja, dann kannst du gleich bei zwei Züge einstellen. Oh, dann kann ich hier zwei Züge einstellen. Aha. Fünf Und jetzt Stück haben wir oder noch ein paar sechs? mehr Wagen. Fünf oder sechs? Ja. Sechs eher. Sechs, eher, okay. Wahrscheinlich schafft er jetzt dann alles nicht mehr. Wahrscheinlich. Fahr jetzt mal hoch. Wenn du irgendjemand mal mit den Support oder so Hilfe bräuchtest, dann kannst du mir auch mal Bescheid sagen. Ich habe da viel Geduld bei. Da mache ich gerne. So, jetzt fahren wir erstmal kurz mit. Da dauert es natürlich, bis er in Fahrt kommt, wenn der Zug so lang ist, aber hier kommt er schön drüber. Geht das noch von der Geschwindigkeit, dass der da so lang schief ist schon, oder? Ja, Gerade so. ist nicht zu extrem. Ist nicht so, dass er schon rausfällt. Na, rausfallen sowieso nicht, aber. Ja, aber so dumm in der Seite. Oh, der war schon eng. Ja, war noch genug gut Geschwindigkeit. Hier ist auch noch ganz gut. Hier ist die Bremse vielleicht zu stark eingestellt. Ja, es geht noch. Ich kann es jetzt, glaube ich, nicht ganz so gut am Handy sehen. Ach so, ja. Aber ich schätze mal, es geht noch ganz in Ordnung. Ein bisschen langsam ist er irgendwie schon. Ja. Glaube, ich stell die einfach noch Ja, vielleicht mal 10 km/h auf hoch oder 30. so. Auf 30 oder 35. Jo. Oh, hier kommt er schön rüber.
Hier noch ein paar Hügel einfach. Oh, Hui. bisschen. Na, ja, aber hier schief. Sonst ist zu extrem. Okay, dann gehen wir hier hin. Machen hier einfach überall noch drei mehr. Dann sind wir auf 30. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Ist halt ein bisschen Friemelarbeit, auch mit den Blockbremsen, dass sie gut eingestellt sind. Ja. Kriegen wir hin. So. Dann fahren wir schon. Wir fahren wieder mit, weil da kann man es am besten beurteilen, wie es ist. Aber so ist die Bahn noch ganz gut, oder? Ist halt so für die Megabahn. Ja, jetzt wird es nicht so viel langsamer. Ja, aber 10 km/h sind, man glaubt sicher, können man ausmachen. Nein, ich meinte ja, das ist jetzt besser so. Das merkt man schon, dass sie nicht mehr so stark bremsen. Aber Das ist schon. der Abteil ist irgendwie noch komisch. Oder? Okay, die Kurve ist viel zu extrem am Ende. Ich glaube, ich brauche ab hier nochmal Wow, neu ich lieber. hab dann abgefuckt. Er hat gerade voll bei mir abgekackt hier das Bild. Siehst du es noch? Ja. Flüssig? Flüssig auch? Gut. Ich würde gucken, ob du vielleicht hinten das Bremssegment vielleicht so lang wie den Zug machst, weil sonst steht. Ja, das habe ich mir auch gerade Weil wenn du. gedacht, weil da Und so. wurde er sehr abrupt abgebremst. So. Die Bremsen auf 18, dann. Da würde ich genau die nehmen, die Bremsen. Nein, nicht die Dass du einfach Blockbremsen so davon viel. jetzt irgendwie 5 oder 6 hinhaust. Dann wird er nämlich an dieser Stelle vor der Station abgebremst. Rollt dann in die Blockbremse, die den Schub gibt, den nötigen, um dann langsam in die Station zu rollen. Genau. Und da muss man halt gucken, wie man das mit der Strecke verbindet. So. Ja, so passt es eigentlich ganz gut, denke ich. Und jetzt halt irgendwie von da hinten, da können wir noch ein paar Erhöhungen hinbauen. Kannst du noch vielleicht ein paar etwas schie so schiefe Kurven, vielleicht so ein bisschen S-förmig, damit man so ein paar Richtungswechsel hat. So, Das. S-Kurven. Nein, Nee, nee. eher nicht. Ja, Sondern ich die weiß schon. großen, So. die langen Kurven und dann. Die schiefen. Warte. Also. Dann halt jetzt so einen Richtungswechsel und kurzen. Und deshalb bist du schon ein bisschen näher an der Station gleich dran. Ja, und das ist auch ganz gut, glaube ich. Oh, jetzt machen wir was ganz Tolles. Jetzt machen wir nämlich so. Das würde ich dann, warte mal, dann gehen wir nochmal zurück. Wohin? Nochmal zurück. Gehen nochmal ein bisschen, löschen nochmal. Noch. Jetzt gehen wir einfach hoch schon mal. Ah. Dann hast du nämlich aus der Drehung in die Gerade raus schon den Aufschub nach oben. Nicht schlecht. Jetzt machen wir einfach so, nur kurz. Weil jetzt müssen wir wieder so werden, dann können wir noch mal einen einbauen. Jetzt vielleicht einen kleineren ohne. Das ist richtig steile. So. Meinst du? Nee, ich meine so ein vielleicht so einen kleineren Hügel nochmal. Achso. Einfach nur einmal hoch geht. Durch die, weil es ja die Diagonale ist, sind die Elemente auch ein bisschen länger, damit kann man sich ein bisschen mehr erlauben. Ja. Jetzt sind wir eh schon Deswegen fast baue ich da. auch Holz. Dann haben wir hier Holz können auf der Bahn baue ich immer die. Ja, sag weiter du. Holz nach man baut Jetzt. diagonal, also die Dings, die Erdarmhügel und so, weil die einfach dann größer sind, die Abfahrten. So, dann können wir jetzt einfach noch schön hier rein. Aber wir sind ja noch zu hoch. Verdammt. Kannst du den Hügel da, den kleinen, kannst einen weiter runter machen, dass er hinten einen weiter runter geht. Ah, stimmt. Gut, der fährt da Da ganz kommt. sacht rüber. Wunderbar. Hat noch so einen kleinen Hops, bevor die Fahrt dann zu Ende geht.
Das war falsch. Ich fände es witzig, wenn man die in die andere Richtung auch neigen könnte und dann trotzdem alle Kurven machen könnte. Wie in die Dass andere sie Richtung nach, neigen. dass zum Beispiel die Schiene nach rechts geneigt ist, aber eine Linkskurve kommt. Ja. Das gibt's bei einer Coaster Art. S&S El Loco heißt die. Da gibt es ein paar, wie zum Beispiel einer heißt Mumbo Jumbo oder Green Lantern. Und da sind halt bei einer, bei einem Element ist halt die Kurve nach rechts gegangen. Du machst halt so eine scharfe Linkskurve. Du wirst dann richtig aus dem Wagen rausgezogen fast. Nicht schlecht. Stimmt, ja, ich verstehe schon. Das wäre echt cool. Den Mumbo Jumbo gibt es übrigens auch als TT. Aha. Der ist ganz cool. CTs habe ich mir noch gar keine runtergeholt. Ich habe bisher immer nur CSOs mir geholt. Boah, du hast ja echt extrem viele CSOs. Kommst du da überhaupt noch zurecht? Also, zurechtfinden tue ich mich. Ich weiß auch, haben auch mittlerweile gelernt, welche CSOs das Spiel zum Absturz bringen, welche nicht. Ja, die tue ich dann meistens gleich rauslöschen sogar. Ja, die meisten finde ich irgendwie nicht mehr. Die sind irgendwie nicht mehr im Ort im Verzeichnis drinne Ja, bei das mir. kenne ich. Aber mit den, ich habe ein bisschen Probleme mit den Frames, deswegen habe ich auch jetzt schon die Schatten ausgestellt. Aber das meist, aber das auch nur bei meinem Riesenpark. Ja. Bei Habe meinem ich die Kantenränder auf 200 alle gestellt und das ist etwas größer. bei meinem Riesenpark war es ja auch so, dass ich am Ende kaum noch spielen konnte damit. Aber ich glaube, bei mir lag es daran, weil ich einfach so viele Bäume hatte. Ja, ich habe halt CSOs, die verbrauchen noch ein bisschen mehr Ja, klar. Platz, also Speicherplatz. Die sind noch ein bisschen heftiger. Weil die Bäume kann man ja noch viel besser ineinander verschachteln und so, deswegen. Ja. Aber sehr schön ist es hier noch am Ende. Hier noch ein Richtungswechsel. Aber hier am Ende könnte man eigentlich gleich die Kurve so schief lassen, oder? Das kleine Stück ist unnötig. Ja. Ist irgendwie eher komisch. Kannst vielleicht eine ganz. Nee, lass lieber schief, hast recht. Ist besser. So. Dann kommt man hier. Oder was eigentlich noch? Nee, man muss so machen, damit die Bremse lang genug ist. So, würde ich sagen, passt es doch bis jetzt, oder? Kann man so Jo. lassen.